الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir machen weiter, inshallah, mit dem zweiten Teil der Geschwister. Und wir steigen auch direkt dort wieder ein, wo wir auch aufgehört haben. Im ersten Teil haben wir jetzt mal ein bisschen über die Aspekte vor der Ehe gesprochen. Und wir werden auch über das Zusammenleben, also nach der Ehe, sprechen. Wir werden inshallah jetzt einen Aspekt schaffen, wo wir versuchen, so eine Überleitung zu machen. Es haben wir dann jetzt nach dem ersten Vortrag gab es schon einige sehr interessante Gespräche auch auf Fragen. Und die Person, mit der man heiraten soll, es gab irgendwie die Frage, soll das eine Person sein, mit der ich heiraten will, ja? Oder wo ich sozusagen die für mich eher geeignet wäre. Was heißt das, geeignet wäre? Also die Person, wo ich haben will, okay, das bedeutet, ich begehre sie. Das heißt, das ist eine Person, in die ich mich vielleicht verliebt habe. Okay? Dein Gefühl möchte jetzt diese Frau heiraten. Warum man sich verliebt hat, kann unterschiedliche Gründe haben. Du hast sie gesehen, Liebe auf den ersten Blick. Du hast etwas an ihr gefallen gefunden oder die Schwester hat sich verliebt in einen Mann, okay, einen Bruder, keine Ahnung, vielleicht aktiv in einer Moschee, steht immer im Mittelpunkt, irgendeine Sache sieht attraktiv aus, kann ja viele Aspekte haben, in denen man sich verlieben kann. Okay? Man sollte aber eins wissen, und das sagen viele Experten auch in diesem Gebiet, sagen, verliebt sein bedeutet nicht Liebe. Okay? Verliebt sein bedeutet nicht Liebe. Liebe ist etwas anderes, verliebt sein ist etwas anderes. Verliebt sein ist erstmal ein Gefühl, was man besitzt. Dieses Gefühl, wenn man verliebt ist, löst einiges im Körper aus. Okay? Allerdings sagen auch viele, sogar nicht muslimische Experten, sagen, heirate nicht denjenigen, wo du verliebt bist. Ja? Sondern lerne ihn erstmal kennen. Warum? Denn wenn man verliebt ist, ja, wenn man verliebt ist, wie gesagt, das ist ein Gefühl, und dann hat man eine Vorstellung von dieser Person. Man macht sich eine Vorstellung, man kennt diese Person nicht. Aber man begehrt plötzlich diese Person. Man ist verliebt, deswegen heißt das so. Jetzt, in dieser Phase, man übersieht jeglichen Fehler. Alles ist uninteressant. Man will nur die Nähe zu dieser Person haben. Jetzt, wenn man dann diese Nähe geschaffen hat, wenn sich jetzt zwei Personen lieben, man hat sich gesehen. Und dieses Gefühl, wie kann das entstehen? Man hat an dem Tag gerade die richtigen Klamotten angehabt, Frisur, Sitz, okay? Die Schwester hat sich Hijab, blau zu weiß, passt gut, okay? Und gutes Wetter, ja, Frühling und so weiter und so fort. Alles hat gepasst, jetzt hat man auf einen Blick sich verliebt. Man kennt sich gar nicht, man begehrt diese Person. Daran merkt man schon, das ist ein Gefühl. Jetzt stellst du dir etwas vor unter der Person, was nicht der Wahrheit entsprechen kann. Du willst nur die Nähe haben. Das Gefährliche bei der Angelegenheit ist jetzt, beide begehren sich, beide haben, weil sie sich ineinander verliebt haben, haben geheiratet. Jetzt ist man zusammen. Und jetzt, nachdem man zusammen ist und dieses Verliebtsein geht dann weg, dieses Gefühl löscht sich dann. Warum? Weil diese Begierde hat man jetzt, man war zusammen, man hat auch den Beischlag begangen und so weiter. Und jetzt plötzlich kommen die Charakterzüge von dem anderen zum Vorschein. Wo man dann merkt, das ist ja gar nichts für mich. Die Person ist ja gar nichts für mich. Und heute, das können wir das sehr gut beobachten, wir leben in einer Gesellschaft, wo alles auf dieses Verliebtsein aufgebaut ist. Okay? Gerade unter Nicht-Muslimen und so weiter. Du bist verliebt in diese Person, bist zusammen. Man braucht auch gar nicht, man hin und her und so weiter und so fort. Aber diejenigen, die heiraten, die sind ja ineinander verliebt. Und über 50% der Ehen sind geschieden. Und die Beziehungen ohne Ehe scheitern auch. Nach einigen Jahren. Warum? Weil man hat sich mit einem Gefühl zusammengetan und dieses Gefühl geht irgendwann weg. Und jetzt sucht man nochmal dieses Gefühl. Und man kann sich in viele andere verlieben. Ja? Interesse ändert sich vielleicht im Laufe der Zeit und so weiter. Das bedeutet auch für uns, wenn du auch verheiratet bist, kannst du dich auch verlieben in jemand anderes. Das heißt, deswegen soll man dir die Blicke senken. Und die Frauen sollen auch ihre Blicke senken. Denn das ist eine Verführung. Denn du siehst jemanden und du hast jetzt eine Zuneigung zu jemandem, wo du gar nicht kennst. Dessen Fehler gar nicht kennst und so weiter und so fort.
Und vielleicht ist die Person verheiratet und du bist schon verheiratet. Warum schafft man sich diese Probleme? Man muss vielleicht monatelang mit diesem Gefühl kämpfen. Nur weil man seine Blicke nicht gesenkt hat. Und jetzt passiert sogar Folgendes. Man trennt sich von dem Partner, jetzt kommen die zusammen. Und dann nach einer Zeit trennt er sich auch. Warum? Ja, wenn du mich ja wegen Verliebtsein wegen verlassen hast, dann wirst du mich morgen auch verlassen. Dann kommen solche Gespräche. Und der Schaitan dreht seine Runde. Ah ja, ist ja so. Wenn du die erste Frau verlassen hast, weil du dich in eine andere verliebt hast, dann wirst du wohl die zweite auch verlassen, wenn du dich morgen in jemand anderes verliebst. So kommt der Schaitan. Und so nährt er sich. Und daher ist das also nicht der Weg, was uns unsere Religion beibringt. Das ist auch nicht der vernünftige Weg. Nicht mal bei Nicht-Muslimen. Die haben das auch schon gemerkt. Sondern die suchen auch einen Partner, ja, der zu einem passt. Der zu einem passt. Aber egal wie wir es trennen und wenden, du wirst mit jemandem heiraten, wo du nicht 100% kennst. Von daher ist es, und das habe ich mal in einem Buch gelesen, da ging es auch um Ehe und so weiter, da sagst du schön, deswegen sollst du nicht den heiraten, wo du, in den du verliebt bist, oder sie heiraten, in den du verliebt bist, sondern lerne den zu lieben, mit dem du geheiratet hast. Und das ist das. Und das kann man auch schaffen. Man kann, wenn die beiden Ehepartner zusammenkommen, man kann mit der Zeit, wenn man sich kennenlernt, und das ist die wahre Liebe. Das ist die wahre, wenn man sich im Leben unterstützt, wenn man dieses Verständnis von der Ehe hat, dass man sich gegenseitig heilt, was ich Ihnen erzählt habe, und sich gegenseitig aufbaut und eine Stütze ist. Ja, und der Professor sagt in einem Hadith, der Muslim ist dem anderen Muslim ein stützendes Teil, wie ein festes Mauerwerk. Okay, wir benutzen das immer, diesen Hadith für die ganze Umma, ist ja auch so. Und der kleinste Baustein der Umma ist die Ehe. Da kommt die Gemeinschaft beginnt dort. Und deswegen ist das auch ein Aspekt, kommen wir aber später noch dazu, wo der Shaitan auch angreift. Aber das ist der Baustein. Wenn diese kleinste Einheit, die Ehen wackeln, was wir heute tun, wackelt die ganze Umma. Und die ganze Umma wackelt. Deswegen benötigen wir stabile Ehen. Stabile, damit die Umma auch stabil wird. Damit auch rechtschaffene Nachfahren kommen von einer stabilen Ehe. Das heißt, du heiratest vielleicht eine Person und du stellst fest, was ist das für eine gute Mutter? Konntest du vorher gar nicht wissen. Und siehst du, was ist das für ein guter Vater? Der andere, ja, der super aussah wie ein Model und so weiter, keine Fähigkeit vom Vater, kümmert sich nicht um die Kinder, ist vielleicht nur mit sich selber beschäftigt oder die Frau nur vorm Spiegel. Was weiß ich. Ja, aber es kommen andere Aspekte im Leben, wichtigste. Deswegen, was habe ich am Anfang gesagt? Muss klug sein. Das heißt, wie willst du später leben? Verliebt sein ist nach ein paar Wochen um, nach einem Monat, nach zwei Monaten ist dieses Gefühl weg. Und dann? Deswegen kann das nicht der Aspekt sein, wo wir riesen Wert drauf legen. Natürlich kann es sein, ja, ich habe mit jemandem geheiratet, wo ich auch verliebt war, das ist alles gut gegangen, haben wir gelernt? Sehr schön. Aber das Eigentliche, was wir lernen auf unserer Religion, ist was? Dass sich Eheleute lieben lernen. Und dann ist das so ein Liebe, geehrte Geschwister, was in der Ehe und sogar nach der Ehe, das heißt, wenn einer der Ehepartner stirbt, sogar weitergetragen wird. So siehst du beim Propheten Sallam, dass auch nach dem Tod von Khadija immer noch sich um die Bekannten und Verwandtschaft und die Freundinnen, ja, Bekannten von ihr, etwas geschickt hat, geschlachtet wurde, geschickt wurde. Und das ist der Bekannte von Khadija, gibt das hier. Dass sogar Aisha radiallahu anha eifersüchtig wurde, auf sie, obwohl sie schon tot war. Wurde eifersüchtig. Warum? Weil der Prophet Sallam hat sie so sehr geliebt, selbst nach dem Tod wurde sie geehrt. Ihre Bekannten, ihre Verwandten und so weiter. Und das ist das. Das ist wahrhaftig. Das heißt, unsere Religion lernt uns was? Liebe. Nicht verliebt sein. Das geht weg. Verliebt sein geht weg. Aber Liebe bleibt sogar nach dem Tod. Sogar nach dem Tod. Das bedeutet nicht, man kann dann keinen mehr heiraten. Der Prophet hat danach geheiratet. Aber hat sie nie vergessen. Hat sie nie vergessen. Und selbst hatte dann Aisha oder der Anhang gestoppt. Also sie ist doch nur eine alte Frau gewesen und so weiter. Hat der Prophet direkt dazwischen gegangen. Nein. Als jeder gegen mich war, hat sie mich unterstützt. Was habe ich ihm gesagt? Wie muss die Partner sein? Unterstützt. Als jeder gegen mich war, hat sie mich unterstützt, finanziell und so weiter. Hat meine Kinder auf die Welt gebracht und so weiter. Und Aisha der Adana hat gemerkt, oh, der Prophet Sallam, okay, der Anas ibn Malik, der sagte, ich war 10 Jahre mit dem Prophet Sallam, er hat zu mir noch nicht mal einmal gesagt, warum hast du das so gemacht?
Und jetzt der Prophet reagiert so bei Aisha, radiallahu anha, das heißt von seinem Charakter her, sie hat direkt gemerkt, okay, Khadija ist eine rote Linie beim Prophet. Das ist eine rote Linie, den darf ich nicht mehr überschreiten. Okay? Und ja, das ist Liebe. Und da so sollen Ehepartner werden. Und das ist das, was der Islam auch aus einem macht. Das heißt, wenn wir Persönlichkeiten werden, die auch diesen Weg auch gehen möchte. Deswegen heute siehst du, subhanallah, möge Allah uns bewahren, hier, es geht schon los, bevor man sich überhaupt verlobt. Man muss Heiratsantrag machen. Nachahmung der Kuffar, Heiratsantrag. Ja? In Türkei ist es weit verbreitet. Da geht man bestimmte Orte, auf den Berg, romantisch da, kniet sich nieder, Ring, das, alles Sachen, Nachahmung der Kuffar, möge Allah uns bewahren. Und dann alles teuer, alles geschmückt, Instagram ist voll mit den Bildern und so weiter. Und nach Monaten hörst du Probleme, Scheidung, das und das. Das muss uns doch zeigen. Das ist nicht nur ein Einzelfall. Zu hoffen, dass das nicht der Weg ist zum Erfolg. Und Blumen da und Blumen. Ich sag nicht mal, dann geh mit Blumen hin, stell dich vor, sei, gib Geschenke, mach dich, gutes Aussehen und so weiter. Das gehört alles dazu. Aber die, das, auf was wir Wert legen sollten, sind andere Sachen. Nicht zu der Person, wo du mit ihm verliebt. Die Person, wo du dich verliebt hast, kann nicht gut für dich sein. Könnte sein. Ist das eine Prüfung für dich? Ist eine Prüfung für dich vielleicht? Es kann sein, du bist gerade verlobt mit jemandem. Und jetzt triffst du eine Person, jetzt hast du dich in die verliebt. Was machst du jetzt? Lässt du jetzt? Und gehst zu ihr? Vielleicht ist das nur eine Prüfung. Von Allah, für dich. Ob du wahrhaftig bist, weil du hast gerade jemanden, ne, vielleicht über Monate oder Jahre hinweg, habt ihr abgemacht, das, das, das und so weiter und so fort. Und jetzt verlässt du sie wegen dem? Dann, Alhamdulillah, Allah hat dann diese Schwester vor dir bewahrt. Du magst jetzt vielleicht auch verlassen. Okay? Man kann die weiter heiraten. Alhamdulillah. Auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, geehrte Geschwister, das heißt, das Verliebtsein, wie wir gesagt haben, ist ein Gefühl, was aber vergeht. Und dann kommt der Charakter zum Vorschein in der Ehe. Und dann muss man beweisen, dass man was? Ehepartner wird. Und sich lieben lernen. Und sich lieben lernen. Deswegen, es gab ein Beispiel, was ich selber auch im Vortrag gehört habe. Und zwar ein Mädchen, was unbedingt heiraten wollte. Okay? Und sie hat sich in einen Jungen verliebt. Okay? Und die Eltern wollten das nicht. Die Eltern waren gegen diese Beziehung. Warum? Weil der Junge jemand war, der ist, war mal mit dem Mädchen zusammen, mal mit dem. Also war einer, der hat sein Leben so gelebt, wie er es halt möchte. Aber sie war blind vor Liebe. Okay? Die wollte unbedingt mit diesem Jungen zusammenkommen. Aber die Eltern haben gesagt, nein. Deswegen sind sie halt zu dieser Beraterin gegangen. Und sie hat zu ihr gesagt, guck mal, wenn du zu mir sagen würdest, der Junge ist irgendein Armer, hat nicht so viel Geld, ist irgendwo ein Feldarbeiter. Ich würde alles dafür tun, deine Eltern zu überzeugen. Aber nicht dieser Junge. Dieser Junge, der ist nicht gut für dich. Aber sie war blind vor Liebe. Okay? Hat sie so angeschaut. Okay, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat sie gesagt, nein, machen wir nicht und so weiter. Und ich werde definitiv deine Eltern nicht darüber reden. Auf jeden Fall hat sie dann mit den Eltern schon mal gesagt, guck mal, die wird euch Probleme machen, okay, die wird Anfälle bekommen, wird wütend sein, seid geduldig, das geht irgendwann weg. Und dann, nach einer Zeit, ist dieses Gefühl dann von ihr, von diesem Mädchen, was heiraten wollte, unbedingt, weil sie verliebt war, ist weggegangen. Und dann hat sie gesagt, gut, dass ihr mich nicht ihm gegeben habt. Guck mal, was für ein Leben dafür. Und das ist das Gefährliche, wenn man verliebt ist, du wirst blind. Du siehst nicht mehr, was das für eine Person ist. Deswegen ist das eine Sache, senkt die Blicke. Ja? Und wenn man in so einem Zustand ist, schaltet euer Verstand nicht aus. Schaltet was? Den Verstand nicht aus, denn euer Gefühl bringt euch nicht immer zum Erfolg, sondern die Religion, wenn ihr auf Allah vertraut. Sondern die Einstellung sollte was sein, dass man denjenigen lieben lernt, mit dem man verheiratet ist. Auf jeden Fall, geehrte Geschwister, das heißt, unter diesem Aspekt, wenn wir jetzt zusammenleben, sollten wir Folgendes wissen. Der Prophet sagt, wen Allah
einem eine rechtschaffene Frau schenkt, so hat er ihm dabei geholfen, die Hälfte seiner Religion zu bewahren. So soll er Allah fürchten und ihm Ehre erweisen, was die andere Hälfte anbelangt. Das heißt, wer eine rechtschaffene Ehefrau heiratet, hat 50%, die Hälfte der Religion hat er schon garantiert. So wichtig ist das. So wichtig. Das gilt natürlich auch für die Schwester, wenn sie einen rechtschaffenen Mann heiratet. Okay? Das heißt, deswegen ist dieser Aspekt der wichtig. So. Und nicht unbedingt die Person, wo du jetzt verliebt bist, ist diese Person rechtschaffen. Das darfst du niemals ausblenden. Das darf niemals auf den Weg. Das heißt, die Hälfte der Religion. Wir sind auf dieser Welt, wo es darum geht, ob wir am Ende ins Paradies kommen oder in die Hölle kommen. Okay? Um das geht's. Das heißt, wer wird mein Begleiter am Leben sein? Wer wird mein Begleiter sein auf dem Weg zum Paradies? Das heißt, die Einstellung darf nicht sein, eine Person zu begehren, mit der ich auf dieser Dunja zusammen bin und wir gehen dorthin und machen dies und machen das. Nein, wer ist die Person, die mich begleiten soll zum Paradies, mit dem ich auch im Paradies heiraten möchte? Mit dem ich auch im Paradies zusammen sein möchte? Wer ist die Person? Wer soll das sein? Und das ist nicht unbedingt vielleicht diejenige Person, wo du verliebt bist. Deswegen achte darauf. Deswegen wirst du auch diese Einstellung bzw. diese Aspekte. Das heißt, die Heirat soll dich Allah näher bringen. Ja? Das ist der göttliche Sinn von der Ehe. Und es soll dazu dienen, diese Heirat, dass du Allah näher kommst. So, Allah näher zu kommen, und Allah kann dich prüfen mit Armut, mit Reichtum, was ich eben gesagt habe. Und die Ehe soll dazu dienen, Allah näher zu kommen. Seid ihr arm, übt euch in Geduld, ermahnt euch gegenseitig, ihr seid euch gegenseitig in Halt. Und nicht, ja, jetzt ist kein Geld mehr da, weg. Von daher kann das auch keine Bedingung sein am Anfang, dass man reich ist, bevor man überhaupt heiratet. Ist die Schönheit weg, Ehe weg. Ja, das heißt, Schönheit vergeht auch, man wird älter. Vielleicht hat man morgen einen Unfall, würde Allah uns bewahren. Irgendetwas. Dann ist man nicht mehr so schick. Und jetzt ist dann die Ehe, ist dann fertig, geht man dann zum nächsten Hübschen, zur nächsten Schönen. Das kann auch nicht die Einstellung sein. Von der was ist die Einstellung? Das heißt, der Charakter. Der Charakter sollte die Einstellung sein. Ein Gelehrter, der sagte mal, eine sehr schöne Aussage, was mir so gut gefallen hat, dass man das Ziel der Ehe, wenn man das ausdrückt, was ist Ziel der Ehe? Was sollte man erreichen? Das Ziel der Ehe ist es, dass man zwischen den Ehepartnern ein Nur schafft. Ein Licht. Okay? Und dieses Licht ist das Licht der Religion, Koran, Sunna, die Nähe zu Allah. Und dieses Licht ist etwas, was euch ins Paradies bringt. Das heißt, Ziel ist es was? Zwischen den Ehepartnern ein Nur, ein Licht zu schaffen. Das sich auf die Kinder überträgt, dieses Licht. Diese Religion, diese Dawa, dieses Wissen. Überträgt sich was auf die Kinder? Von den Kindern überträgt sich das auf die Nachbarn. Von den Nachbarn zur Stadt. Von der Stadt zum Land und vom Land zur ganzen Welt. Und das zeigt, wenn man mit dieser Einstellung in die Ehe geht, dass man ein Baustein ist für eine heile Welt. Mit meiner Ehe soll ein Licht entstehen, was vom Islam geprägt ist. Und dieses Licht überträgt sich von den Kindern auf die Nachbarn, auf die ganze Welt, dann wird man nicht wegen einem kleinen Kühlschrankstreit auseinandergehen. Dann wird man auch nicht wegen etwas, dann wird man diese Streitsituationen versuchen zu lösen, eine Lösung zu finden. Und nicht sich entwickeln, wie es heute viele Ehepartner sich entwickeln, man entwickelt sich zu Gegnern. Ich habe das Argument, ich habe hier widerlegt, ihr seid keine Gegner, sondern ihr seid Ehepartner. Und die Ehepartner unterstützen sich, tragen dazu bei, ein Licht zu schaffen. Und sobald etwas kommt, ein Streit, ein Problem, eine Prüfung auch von außerhalb, dann setzt man sich hin und man ist dann was? Man löst die Probleme. Man geht direkt an, weil warum? Wir haben ein höheres Ziel. Wir wollen gemeinsam ins Paradies. Wir haben ein höheres Ziel. Wir wollen, dass über unsere Kinder dieses Licht zur ganzen Menschheit getragen wird. Deswegen setzt euch hohe Ziele. So sollten wir unsere Einstellung zur Ehe verändern. Und dann will auch einer auch schnell heiraten, weil er will mit diesem nicht beginnen. Er sucht einen Partner, mit dem das angeht. Und
Ob er jetzt weniger hat, ob er seine Ausbildung fertig hat, sein Studium fertig hat oder nicht, ist sekundär. Was ist dann sekundär? Ist wichtig, ich sage nicht, das ist unwichtig. Aber er schafft trotzdem Wege. Und mit der Motivation geht das. Wenn man sich bewusst ist, so funktioniert das. Deswegen, geehrte Geschwister, wir sollten auch wissen, das heißt, wir haben gesagt, beide Ehepartner kommen in die Ehe und egal, wie man sich am Anfang kennenlernt, egal, wie man sich auch schreibt. Und hier will ich auf einen Aspekt eingehen. Viele praktizieren heute Folgendes, und zwar, sie machen schon den Nikah vorher. Das heißt, man hat jetzt jemanden, einen Bruder möchte mit einer Schwester heiraten und ist sich auch einig geworden, okay, es soll zur Heirat kommen. Und jetzt weiß man, man wird nicht sofort heiraten können, ein Jahr, zwei Jahre, aber dass man sich schreiben kann und so weiter und so fort, macht man schon den Nikah, ja, mit einem Imam, man macht schon die Heirat, und jetzt ist man ja sozusagen verheiratet. Aber die Frau bleibt noch bei dem Vater und die eigentliche Hochzeit und Zusammenziehen kommt später. Und die Abmachung ist, man kommt jetzt sich nicht nahe, das heißt, es gibt keinen Beistraf und so weiter, ja, aber man kann sich schreiben und machen und so weiter, also man kann schreiben und so, das ist in dieser Phase. Und hier, das ist halal, das kann man machen. Okay? Dann ist es auch wirklich mit dem über WhatsApp schreiben und so, dann kannst du das machen. Vorher darfst du es nicht machen. Weil sie ist nicht deine Frau. Jetzt hat sich das zu einer Sache entwickelt, wo es auch eine Fitna entstanden ist. Und zwar haben viele haben trotzdem den Beischlaf praktiziert. Ja, wir heiraten ja sowieso, ne? Dann kann man das machen. So. Ist aber kein Sinn. Warum? Die haben ja geheiratet. Okay? Aber was ist jetzt hier das Fatale? Erst einmal, es gab eine Abmachung, die zum Nikah gehört, und zwar, diese Schwester ist noch nicht bei dir eingezogen. Das heißt, diese Abmachung war, dass es kein Beischlaf und so weiter gibt. Das heißt, auch wenn du kein Sinn praktiziert hast, hast du was gemacht, du hast ein Wort gebrochen. Und eine Eigenschaft von einem Muslim ist, dass er sein Wort hält. Und eine Eigenschaft von einem Heuchler ist, dass er sein Wort nicht hält. Okay? Also da ist ein Fehler, okay, ein Fehler und kein guter Start. Ja, das ist zum Beispiel mal rausgekommen, ein Fall, was in der Türkei passiert ist. Da war die Schwester schwanger, okay. Da muss man schnell die Ehe, diese Hochzeit und so weiter sich beeilen. Man wollte das eigentlich nächstes Jahr machen, aber dann kam das raus und muss man schnell die Hochzeit machen. Die hatte Nikah, okay, aber was ist jetzt als Vater, als Mutter, als Familie? Ja, guck mal. Auf sein Wort kann ich nicht vertrauen. Ist das eine schöne Basis? Hat sich das jetzt gelohnt? Anderer Fall, diese Nähe, man schreibt sich und so weiter, was ich gesagt habe, und dann hat man schon derzeit schon so viel geschritten, und jetzt kommt man zusammen in die Ehe, und dann hat man auch schon also schlechte Vermutungen voneinander. Was auch schlecht ist. Denn sobald man nicht dieses Zusammenziehen hat, auch intim wird, weil das auch eine riesen Kennenlernphase, was zu ihr dazugehört. Ja? Eigentlich die Intimität in der Ehe ist ein Vortrag für sich. Okay? Das, in unserer Moschee haben wir auch dieses über zwei Vorträge ausführlich erklärt. Aber die Intimität gehört dazu. Ist kein unwichtiges Thema, ist ein großes und wichtiges Thema. Und gibt es auch Sachen zu beachten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man dann intim wird, ist auch sehr wichtig für die Ehe selber. Und wenn man noch nicht so zusammengezogen ist und lernt sich kennen und hat die Chance, Fehler auch darüber zu sprechen und nur über Schreiben, man versteht sich ja auch falsch durch Schreiben und so weiter und so fort. Ja? Aber wenn man zusammen lebt, geht man mit der Sache vielleicht anders um. Wenn man jemandem ins Gesicht schaut, ja, so ist es schwieriger, ihm Sachen zu sagen, was über die Tastatur ganz einfach geht. Schreiben hast du schnell, bist wütend geworden, schreibst du direkt. Da hast du vielleicht schon Sachen kaputt gemacht. Aber steht jemand vor dir, überlegst du vielleicht dreimal, bevor du etwas sagst. Und da ist dann eine Weisheit dabei. Deswegen, man darf es machen, man kann es machen, statt dass man natürlich in Haram fällt und so weiter. Aber ich persönlich finde es nicht so gut, wenn man zu viel Kontakt hat in der Zeit und sich zu viel schreibt und zu viel macht. Entweder zu viel positives Lob, man hat eine falsche Vorstellung, man kommt in die Ehe, boah, das habe ich auch nicht gedacht, dass der so ist. Oder man ist schon so zerstritten, hat schon eine schlechte Vermutung, dass man einen schlechten Start hat, einen schwierigen Start. Okay? Deswegen sollte man auf diese Punkte aufpassen. Man sollte, auch wenn man das macht, immer einen realistischen Rahmen haben. Und offen und ehrlich sagen, guck mal, wir kennen uns noch nicht und so weiter. Ja, ich freue mich auf die Ehe. Ne? Inshallah wird es auch eine gute Zeit. Und so weiter. Aber keine solchen übertriebenen Sachen, wo man sozusagen so ausdrücken will, als ist man richtig verliebt in die Person. Kann ja sein, dass man wirklich
richtig verliebt ist, aber immer diesen realistischen Blick haben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, er sagte folgendes: Wahrlich, Iblis setzt seinen Thron auf das Wasser und schickt dann seine Truppen aus. Okay? Und dann kommen sie und sie erzählen dann über ihre Versuchungen, ja, was sie gemacht haben, was sie geleistet haben. Der eine kommt und sagt, ich habe dies und jenes gemacht. Worauf er, also Iblis, sagt, du hast nichts gemacht. Er fuhr fort, dann kommt ein anderer und sagt, ich habe nicht von ihm abgelassen, bis ich ihn von seiner Frau getrennt habe. Dann lehnte er, also Iblis, sich zu ihm herab und sagte, du bist es, du bist mein Mann sozusagen. Okay? Du bist mein Mann. Sie hat es bei Muslim überliefert. Dieser Hadith zeigt uns, dass Iblis ein großes Interesse daran hat, die Ehe zu zerstören. Und das müsst ihr wissen. Also nicht in die Ehe reingehen und denken, wir sind verliebt, da passiert nichts, der Shaitan ist da. Der kennt dich besser als deine Frau. Der kennt deine Frau besser als du. Der weiß ihre Schwachstellen, hat von Geburt an sie studiert. Und dich von Geburt an studiert. Und er schmiedet Pläne, wie er euch gemeinsam in Konflikte bringt. Wenn man sich bewusst ist, dass das so ist, dann wird man auch mit Konfliktsituationen anders umgehen. Und man geht auch mit einem anderen, ja, mit einem anderen Gefühl auch in die Ehe, beziehungsweise mit einem anderen Hintergrund. Beziehungsweise, dass du auch in eine Ehe gehst, wo du weißt, okay, wir haben einen Kampf mit dem Shaitan. Das heißt, mein Ehepartner sollte religiös sein. Wenn sie nicht religiös ist oder er nicht religiös ist, hat der Shaitan eher ein leises Spiel und kann dich austricksen und euch in Versuchung bringen und euch in Probleme stürzen. Dass man weiß, wie man in bestimmten Sachen einfach ruhig Fleisch ist und wann man vielleicht etwas sagen muss und auch nicht. Guck mal, bei Aisha, der Anna, habe ich eben gesagt, sie hat was über Khadija gesagt, der Professor hat direkt was, diese Tür zugemacht, hat direkt die rote Grenze gezeigt. Anderer Fall, eine der Frauen des Professors schickt etwas zu essen zum Haus des Professors. Aisha radiallahu anha sieht das, die Mutter der Gläubigen, und wirft es auf den Boden, den Teller. Und es sind Gäste da beim Professor. Wie hat der Professor reagiert? Ist aufgestanden, ist ausgeflippt, hat gesagt, was soll das? Ist aufgestanden, hat die Sachen selbst weggemacht, hat gesagt, eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Das war's. Thema erledigt, Thema beendet. Okay? Jemand, der weiß, dass der Shaitan unter uns ist, okay, der weiß, solche Situationen umzugehen. Okay. Sie hat gerade eine Schwächephase gehabt, aber ich kenne ja Aisha radiallahu anha, ja? Man weiß ja, wie gottesfürchtig sie ist. Das heißt, die Schwester, wo du geheiratet hast, den Bruder, wo du geheiratet hast, er geht zur Moschee, er liest den Koran, er ist bei den Vorträgen. Alhamdulillah, er ist doch gottesfürchtig. Und jetzt kommt eine Situation, wo du vor den Leuten bloßgestellt wurdest, wo es Probleme gab. Und jetzt geht der Krieg zu Hause los. Man sollte nicht wegen einzelnen Sachen, auch wenn sie vielleicht groß sind, schon eine große Sache, oder? Wenn jetzt ein Gast kommt und dann schmeißt man was auf den Boden und so weiter, das ist jetzt nicht, was man überall sieht, okay? Aber wie ist der Professor denn damit umgegangen? Und er ist für uns das Vorbild. Und so sollten wir dann auch uns hinterfragen, als Ehemann. Okay, ich habe vielleicht jetzt gerade recht in der Situation, das heißt vom Thema, Eva hat jetzt was falsch gemacht, von dem Thema habe ich recht, war aber meine Reaktion richtig. Das wäre ein anderer Punkt. Die Schwester, der Mann hat einen Fehler gemacht. Die Schwester hat recht. Okay, war die Reaktion aber richtig? Das sind zwei getrennte Sachen. Du kannst beim Thema richtig liegen, aber deine Reaktion war vollkommen falsch. War vielleicht schlimmer als der Fehler. Daher müssen wir auf diese Aspekte achten. Und auch wissen. Das Ziel der Ehe ist was? Beim Zusammenleben geht es darum, was? Dass wir Allah näher kommen. Dass wir gemeinsam sind. Und dass wir auch diese Aspekte wissen, dass der Shaitan diese Ehe stören möchte. Und dass wir auch mit diesem Wissen in die Ehe und das Zusammenleben gehen. Und so lernen wir was? Mit unserem Partner zusammen zu leben. Unsere Fehler gegenseitig zu korrigieren,
zu versuchen zu minimieren. Und wenn du geduldig bist, ja, wenn du geduldig bist, dann kriegst du Belohnung. Und ich, bei den Geschwistern immer, wenn wir darüber sprechen, zum Beispiel, wenn wir Brüder sehen, Mashallah, die können auch mal einen Vortrag machen oder so, okay, dann sage ich immer, der Bruder ist noch nicht verheiratet, der soll noch keinen Vortrag machen. Weil der soll erstmal beweisen, dass seine Familie gründen kann, erstmal zwischen zwei Leuten klarkommt. Ich habe mal, das ist kein Muss. Also es gibt viele auch Gelehrte und so weiter, die sind nicht verheiratet und so, das ist gar kein Muss. Ich erwähne nur eine Sache, hier in Deutschland, okay, hier in Deutschland, was man sieht und ein Aspekt, okay, weil ich sehr viele Menschen, sehr viele Brüder gesehen habe, nach der Ehe, die waren nicht mehr in der Moschee. Nach der Ehe haben sie ganz andere Liga angeschlagen. Okay? Nach der Ehe ganz anderer Mensch geworden. Von daher hat das den Aspekt oder diese Sache geweckt, dass sie ihn zuerst mal heiraten. Und wenn er dann immer noch an Allah festhält, okay, dann okay. Ich hatte das mal mit unserem Sheikh, mit Allah in Segnung besprochen, gesagt, es ist kein Muss, aber es ist eine schöne Ansicht, es ist gut, die Ansicht, habe ich gesagt. Von daher, das ist eine Sache, was ich basiere. Okay? Man heiratet und jetzt für diese Heirat lässt man die Religion. Da sollst du doch die Religiöse heiraten. Und nicht die Religion lassen. Das heißt, dann sind andere Sachen im Leben haben mehr Wert als die Religion. Wie kann es sein, dass man, natürlich hast du dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit wie Single. Du kannst jetzt sofort kommen, kannst hier später jetzt essen, deine Pommes und nachts dann nach Hause gehen, kein Problem. Wenn die Frau zu Hause ist, ja, dann musst du vielleicht, läuft das Visum ab, dann musst du vielleicht schneller nach Hause. Das ist kein Problem, weil deine Familie braucht auch ihre Zeit für sich. Und später, wenn du Kinder hast, auch. Da wirst du mal merken, heute, wenn ich mit Brüdern rede, nicht verheiratet, oh, Bruder, ich habe keine Zeit und so weiter. Warte mal, wenn ein Kind kommt, und, also Ehefrau, dann Kind und das und so weiter. Dann weiß man zu schätzen, was für eine Zeit man eigentlich hatte. Okay? Mit Freizeit. Aber man sollte sich nicht davor fürchten. Will fürchten sich davor. Nein, Bruder, das ist zu viel Stress und haben Ängste. Nein, das ist alles positiv und das lässt dich reifen. Die Ehe lässt deinen Charakter reifen. Du lernst in Situationen, Konfliktsituationen, mit denen umzugehen. Und wenn du jetzt zusammenziehst beim ersten Mal, wenn ihr zum ersten Mal zusammenkommt und so weiter, das ist eine Phase, weil du warst ja in der Regel. Okay? Wenn jemand ein Leben hat in der Jahiliya, hat eine Freundin, möge Allah sehr gerne vergeben. Aber vielleicht hat keiner auch, wenn er Jahiliya-Zeit hatte, aber hat noch nie mit jemandem zusammengelebt. Wenn ihr zusammenzieht ein Haus zum ersten Mal, okay, ziehst du mit jemandem zusammen. Das ist nicht eine Beziehung wie im Elternhaus mit dem Vater. Da gehst du in dein eigenes Zimmer vielleicht oder gehst raus und so weiter. Aber den Ehepartner, das ist dein Lebenspartner. Das heißt, dann wird über gewisse Punkte in deinem Leben gesprochen. Und dann musst du beweisen, dass du was in der Familie gründen kannst. Dass du ein Ehemann bist. Dass du führen kannst. Und die Ehefrau beweist auch, dass sie eine Muslima ist. Dass sie einen Beitrag dazu leistet, zu einem guten Zuhause. Geduldig ist mit ihrem Ehemann. Der Mann ist geduldig mit der Ehefrau, die Ehefrau ist geduldig mit dem Ehemann. Das heißt, wenn man diese Konfliktsituationen löst, hat man die Ehe gelöst. Wenn man weiß, wie man miteinander umgeht. Teller geworfen, ich bin jetzt ruhig. Dass du deine Ehefrau kennst, wenn du weißt, okay, das ist jetzt nur 10 Minuten, nach 10 Minuten kann ich schon mal mit dir reden. Dass du genau weißt, okay, mein Ehemann, der legt auf das Wert, wenn ich das mache, erspare ich mir 2 Stunden Gerede. Dann mach das, mach diese 10 Minuten. So, dass man sich kennenlernt, Konfliktsituationen löst, auseinandergeht. Und dann, wenn du das machst, kriegst du Belohnung. Du kriegst Belohnung, bist geduldig, bist überlegst und so weiter. Warum? Aber alles mit dem Gedanken, ich will mit dieser Person ein Nur schaffen, ins Paradies kommen. Ich will, dass zur Umma eine stabile Familie, schafft. Der Prophet motiviert uns, dass wir heiraten sollen, dass man auch Kinder bekommt. Warum? Weil er will Jungen und Triana, will er was? Sich lobe mit der hohen Anzahl von uns. Deswegen sagt er zum Beispiel auch, wenn er noch gehabt hat, dass er sich anstrengt im Beischlaf, ja, um Kinder zu bekommen, dass er halt diesem Aufruf folgt. Und das bedeutet, dass man, auch wenn man nicht gerade die Lust hat, dass man trotzdem zur Ehefrau geht. Das heißt, dieser Aspekt, geehrte Geschwister, ist ein Motivationsgrund. Das heißt, dass man sagt, wir als Ehepartner wollen uns kennenlernen, wollen ein stabiles Fundament kennenlernen, auch unsere Fehler, unsere guten Seiten
und das fördern unsere Fehler, das versuchen zu bändigen, um dann ein stabiles Fundament zu bekommen, wo dann Kinder geboren werden, die in einer stabilen Familie aufwachsen. Das werden dann Persönlichkeiten. Das werden dann muslimische Frauen und muslimische Männer, die dann später die nächste Generation dann noch besser machen. Und so werden wir von Generation besser. Der Shaitan versucht von Generation zu Generation, dass wir schlechter werden. Früher waren alle Frauen bedeckt. Auch Gesicht. Dann hat sich Gesicht geöffnet, sagen wir mal. Und dann wurde aus dem Khimar wurde dann weite Kleidung. Weites Gewand. Wurde das Gewand immer enger. Kopftuch immer enger. Und dann wurde es immer kürzer. Und dann sah man unten nur noch so ein Stück die Hose. Und dann sieht man so ein Stück die Hose. Jetzt sieht man bis zu Knie die Hose. Und irgendwann nichts mehr, sondern trägt kein Kopftuch mehr. Trägt dann nur noch Hose und dann kein Kopftuch mehr. Shaitan arbeitet von Generation zu Generation. Und so müssen wir auch von Generation zu Generation arbeiten. Heute ist wichtig, in dieser Zeit, dass wir erstmal eine stabile Ehe haben, wo die Kinder auch in einer sicheren mit Vater und Mutter aufwachsen. Natürlich gibt es Schicksalsschläge, natürlich gibt es auch Trennungen, wo man es vielleicht alleinerziehend. Das ist nochmal ein anderer Fall. Auch da gibt es Hoffnung, der Allah prüft niemanden mit einer Sache, wo er nicht tragen kann. Aber die Regel ist was, oder die Motivation, und Alhamdulillah, die meisten jetzt ja nicht verheiratet, ist, dass man eine stabile Ehe gründet, wo Kinder heranwachsen, die diese Da'wah, diesen Islam praktizieren und zur nächsten Generation führen. Das sollte Ziel sein. Und wenn das Ziel ist, dann prüft euch auch Allah. Ist das wirklich dein Ziel? Denn wenn das Ziel ist, dass eine stabile Ehe da sein soll, dann wirst du nicht wegen Kleinigkeiten oder wegen Streitigkeiten einfach auseinandergehen. Eben mit dem Bruder haben wir darüber gesprochen. Nuh a.s. hat 59 Jahre Da'wah gemacht. 59 Jahre hat er Da'wah gemacht. Seine Frau ist hier eingestiegen. Ins Boot oder nicht? Ist nicht eingestiegen. Sein Sohn ist eingestiegen oder nicht? Also einer ist nicht eingestiegen. Ne? Seine Frau ist nicht eingestiegen. 950 Jahre hat er Da'wah gemacht. Wie oft ist die Rede von Scheidung? Wie lang? Wie oft? Null. Das heißt, Nuh a.s. wurde damit geprüft. Und du kannst natürlich dich anstrengen in der Kennenlernphase und kann sein, dass Allah dich prüft. Kann sein, dass Allah dich prüft. Aber trotzdem hat er sich scheiden lassen. Das heißt nicht, Scheidung ist haram, das will ich nicht schon sagen. Aber das bedeutet, wenn man eine Da'wah hat und man will Menschen ins Paradies führen und aufrufen, Nuh a.s. hat morgens und abends sein Volk aufgerufen und zu denen gehört auch seine Familie. Hat nicht von ihnen abgelassen, hat sie aufgerufen und sind trotzdem nicht eingestiegen. Von daher, ein Ehemann, eine Ehefrau, wo das mit sich trägt, der wird sich nicht wegen Kleinigkeit streiten und dann geht es direkt zum Bruch und so weiter und so fort. Allah kann uns prüfen dann. Deswegen bitten wir Allah, dass er uns rechtschaffene Ehepartner schenkt, dass er uns auch rechtschaffene Nachkommen gibt. Ja, und da sollten wir auch immer Dua machen. Ja? Das sollten wir immer Dua machen. Schaut mal, was Allah sagt. Surah Tahrim. O, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Ja? Das ist ein Aufruf. O, ihr, die ihr glaubt, bewahrt euch selbst und eure Angehörigen, eure Familie. Das ist die Motivation. Das ist deine Aufgabe. Und da trägt der Mann seine Aufgabe und auch die Frau seine Aufgabe. Dass man sich gegenseitig bewahrt vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Was nützt uns, wenn alles mit Rose und das und am Ende gehen beide in die Hölle? Nein, die Ehepartner müssen sagen, ich will dich heiraten im Paradies. Das ist unser Ziel. Ich will dich heiraten im Paradies. Das ist unser Ziel. Und dann ist es auch wichtig, dass man natürlich Aspekte auch hier im Leben macht. Das heißt auch die Gründerschaft, wir sind Menschen. Das heißt, das bedeutet nicht, dass du deiner Ehefrau keine Blumen mitbringen sollst. Dass du keine schönen Wörter sagen sollst. Ganz im Gegenteil, du sollst das machen. Du sollst schöne Wörter mit dir sprechen. Du sollst mit ihr lachen. Der Professor hat Weltrennen gemacht mit Aisha radiallahu anha. Du sollst mit ihr Spaß haben, diese Beziehung pflegen auf eine menschliche Ebene.
sie soll dort nichts vermissen. Natürlich, auch beim Beischlaf, man soll auf die eigenen Bedürfnisse der Frau und die Bedürfnisse, die man, die sollten miteinander sprechen, man sollte darauf eingehen, das sollte in der Ehe stattfinden. Oft entstehen viele Probleme hier, weil man nicht bezüglich dem Intimen miteinander spricht und man hat Bedürfnisse und die Ehefrau weiß es nicht und der Ehemann weiß es nicht. Man redet nicht darüber. Man denkt nämlich, dass der andere genau das Gleiche fühlt, aber vielleicht hat man ganz andere Bedürfnisse. Von daher muss man miteinander sprechen und die Sachen angehen und auch lösen. Das heißt, dieser menschliche Aspekt findet statt und soll auch stattfinden weiterhin. Geehrte Geschwister, dieses Thema ist natürlich noch ein langes Thema. Wir können noch mehrere Vorträge darüber machen. Stadt, wo ich herkomme, also in Sulzbach, haben wir einen Vortrag, das reite ich schon seit über 3 Monaten über dieses Thema. Das war jetzt nur ein grober Abriss, war so ein, sag mal, Tipps für den Start vorher und auch im Zusammenleben, ein paar Aspekte. Einfach als Motivation, dass man gewisse Grundgedanken verändert und gewisse Sachen einfach hinterfragt und nicht einfach so hinnimmt, wie es heutzutage ist und auch eine Veränderung einleitet, inshallah. Seid ihr die Veränderung, okay? Seid ihr die Veränderung im Gedanken? Auch über diese falschen Wege, die sich entwickeln, wo Menschen zusammenkommen oder auch Motivationsgründe, warum man zusammenkommt. Sondern erst einmal wendet euch zu Allah, vertraut Allah und wisset, ihr heiratet jemanden, der hat auch Fehler und du hast Fehler. Und wisset, der Shaitan will das stören. Und wisset, ihr könnt das gemeinsam schaffen. Denn wenn euch Allah prüft euch mit nichts, was ihr nicht tragen könnt, ihr könnt das zusammen schaffen. Du als Schwester, du als Bruder, ihr könnt das gemeinsam schaffen. Ihr müsst nur erstmal eure eigenen Wunden heilen, rein sein, euch zu Allah wenden, die Religion als Fundament nehmen und das Ziel muss das Paradies sein. Und dann schafft der Bidnillah diese Ehe, auch wenn er mit 18 heiratet oder mit 30. Bidnillah wird er das schaffen, inshallah. Und möge Allah Azzawajalla unsere Familien allesamt segnen. Jene, die noch nicht verheiratet sind. Die Schwestern und auch die Brüder, möge Allah ihnen rechtschaffene Persönlichkeiten geben. Rechtschaffene Personen, die zu ihrem Charakter passt. Möge Allah die ihn bewahren und beschützen vor dem Shaitan und vor den Versuchungen. Möge Allah allen Geschwistern auf der Welt helfen, die in der Not sind, die in Leid sind, die auch Eheprobleme haben oder mit ihren Kindern geprüft werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen helfen in diesen Prüfungen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Umma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, möge Allah die Umma wieder stärken, zu Stärke führen, durch rechtschaffene Familien, durch starke Familien. Möge Allah unsere Verwandtschaftsbande pflegen lassen und uns immer den Koran und die Sunna praktizieren lassen, uns bewahren vor dem Höllenfeuer und uns gemeinsam den Eintritt ins Paradies gewähren. Barakallahu fikum, meine geehrten Geschwister. Und inshallah machen wir mit einer Fragerunde weiter. Fragen von den Schwestern vielleicht als erstes, weil wir eben das vielleicht schon nachlässigt haben, falls es Fragen gibt. Kann man sie auf jeden Fall nicht, dass man sie nicht vergisst. Ja, ich gucke. Bitte, Bruder. Ich habe eine Frage. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen und er hat gesagt, dass es bei ihm leider knapp 8 oder 9 Mal daran gescheitert ist, dass es mit der Kommunikation halt mit der Familie ja. Leider nicht geklappt. Ja. Also wie kann man am besten halt erkennen, dass es ein Test ist oder dass man halt Sabbat haben soll oder dass es dann nicht gegangen ist? Also erst einmal, Bruder, es gibt jetzt 2 Aspekte. Einmal natürlich das, wo Allah dich prüft. Das ist ein Thema. Also die Frage war, ein Bruder hat schon 8 oder 9 Mal probiert, bei einer Familie psychisch eine Schwester und so weiter anzufragen. Also mehrere Schwestern. Also ist gescheitert, dann ging er zunächst, ist gescheitert. Ging zunächst, ist gescheitert, gescheitert, gescheitert. Mehrmals. Woran erkennt man es, dass das eine Prüfung ist? Ja, und wie geht man mit der Situation um? Hier kommen natürlich nochmal gewisse Probleme der heutigen Gesellschaft zum Trage, dass man die Ehe ziemlich kompliziert macht. Okay? Das ist ein Aspekt. Man muss, das war auch ein Motivationsgrund von meinen beiden Vorträgen, dass man der Ehe Wertschätzung gibt, aber nicht kompliziert macht. Okay? Wertschätzung gibt, aber nicht kompliziert. Familien machen es kompliziert oder man macht es sich selber auch kompliziert im Kopf. Okay? Manchmal, man muss auch ein bisschen lockerer sein, was das Thema angeht. Okay? Gewisse Aspekte, Hirngespinster, die man sich macht, Sorgen, die man sich macht, ich habe irgendwie erwähnt, nur heißt, er wurde mit seiner Frau geprüft, oder? Kann sein, dass Allah dich auch prüft. Von daher, egal was du tust,
Wenn Allah dir vorgeschrieben hat, geprüft zu werden durch deine Ehefrau, egal mit wem du heiratest, du wirst geprüft. Okay? Das muss man sich erstmal bewusst sein. Okay? Das heißt, Probleme durch Familie und so weiter ist heute ein großes Thema und das resultiert aus der Unwissenheit. Man macht das schwerer, komplizierter. Dass es achtmal scheitert, an welchen Aspekten scheitert es? Hat er keinen Job? Okay? Was hat nicht gepasst? Das muss man natürlich mal auf den Grund gehen, erst einmal. Natürlich für den Bruder jetzt, das ist natürlich eine Geschichte, die rum ist, okay? Er hätte ja auch direkt, Allah hätte ihn auch direkt zu einer Familie leiten können, wo direkt ihn akzeptiert, okay? Oder auch die Schwester akzeptiert. Wie gesagt, die Beweggründe, warum es abgelehnt wurde, kenne ich ja nicht. Und es ist eine Prüfung. Woran erkennt man, dass es eine Prüfung ist? Woran erkennt man eine Sache, dass es eine Strafe ist? Du erkennst eine Sache, wenn es eine Prüfung ist, wenn dich das im Iman stärkt. Eine Prüfung stärkt einen im Iman. Eine Strafe führt dazu, dass du dann immer weniger wirst. Du wendest dich ab von der Religion. Das heißt, ich kenne jetzt den Bruder ja nicht. Wenn diese Sache ihn dazu leitet, dass er mehr Dua macht für Allah, mehr Allah bittet, auch nachts bittet um Vergebung. Oh Allah, ich bitte dich um Vergebung und um eine rechtschaffene Familie und ich will dir dienen und auch rechtschaffen nachkommen. Wenn das ihn dazu führt, ist das eine Prüfung. Wenn es ihn aber dazu führt, dass er sagt, oh, nur weil ich einen Bart habe, das habe, kriege ich keine Frau und hin und her, auf diese Weg geht es nicht, okay? Ich check jetzt mit der, ich mache jetzt das, dann ist es eine Strafe. Aufgrund von seinem Inneren, von seinen Sünden und so weiter. Okay? Das kann man dadurch erkennen. Eine Schwester fragt, was wenn man heiraten möchte, aber der Sheikh das ablehnt, diese Heirat zu vollziehen, da die Person unter 18 ist, wegen dem deutschen Gesetz. Das ist richtig. Wenn es im deutschen Gesetz ist, ist es so. Oder bezüglich, du hast angesprochen gehabt, nach der Niqa, viele Leute vollziehen den Niqa, aber sie sind noch nicht zusammengezogen. Das habe ich nicht ganz verstanden mit der Intimität. Also ist es islamisch gesehen so, dass man dann die Intimität sein lassen soll, bis man zusammenzieht? Oder ist es einfach eine generelle Regel? Ja. Ich rede nicht von einer Fernbeziehung. Okay? Es gibt Unterschied zu dem, was ich da erzählt habe. Erstmal die Frage. Das heißt, man ist in der Verlobungsphase, man möchte nächstes Jahr die Hochzeit machen, die offizielle Hochzeit. Aber dass man schon in dieser Phase gemeinsam schreiben kann, miteinander kommunizieren kann, vielleicht sich auch über die Hochzeit austauschen kann oder sich etwas näher kennenlernen kann, praktizieren viele, dass sie Nikah machen, dass man dann im Halale miteinander kommuniziert. Aber die Abmachung hier von den Eltern ist, dass man aber nicht zusammenzieht oder den Beistand vollzieht. Okay? Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass man heiratet wirklich, ja? Man hat aber eine Fernbeziehung, beruflich, aus anderen Gründen, oder man ist schon verheiratet, und aber sie hat noch vielleicht nicht die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen, oder du willst auswandern, aber du musst hier noch was abschließen. Aber man ist schon verheiratet. Okay? Das heißt, da findet auch Intimität statt und so weiter und so fort, wenn man sie besucht oder wenn sie kommt oder in den Abschnitt, wo man sie sieht. Okay? Das ist was anderes. Das in der Verlobungsphase ist, was die Eltern abmachen, auch mit den Kindern. Okay? Das heißt, ihr dürft im Halal miteinander kommunizieren, schreiben, okay? Auch alleine im Zimmer miteinander sprechen. Okay? Auch beim Begrüßen sich umarmen, okay? Kein Problem. Auch vielleicht auf die Wange küssen, okay? Auch kein Problem. Ja? In welchem Rahmen? Aber halt kein Beistand. Okay? Das ist halt eine Abmachung, die man dann trifft. Und das ist halt so ein Wort, was man dann halt mit den Eltern einfach eingeht. Okay? Aber die Nikah ist vollzogen. Das heißt, wenn sogar da ein Beistand passiert, ist kein Sina. Okay? Aber ist kein guter Start. Ist auch nicht das, was abgemacht wurde. Okay? Und kann der Shaitan morgen verwenden, aber Thomas, was kann ich vertrauenswürdig? Dass ich mich daran gehalten und so weiter. Hast noch nicht mal diese Zeit überprüfen können. Warst du überhaupt dann rein in die Ehe gekommen überhaupt? Okay? Das heißt, der Shaitan kann hier vieles, vieles, vieles drehen und machen. Von daher sollte man also die Sache nicht so eingehen. Und wie gesagt, das ist eine Sache, das hat islamisch gesehen. Da haben wir auch noch mal extra mit dem Chef noch mal explizit die Sache besprochen gehabt. Er sagte, das ist eine Abmachung. Ja? Ja, warum? Weil die Frau, wo ist die momentan? Die ist ja beim Vater immer noch. Das heißt, der Vater, das ist mit dir jetzt nicht, du darfst mit dir schreiben, aber die Abmachung ist noch kein Beistand. Das heißt, sie ist immer noch bei meinem Vater. Das heißt, der Vater bezahlt ja auch immer noch die Miete. Und ist auch immer noch auf die Versorgung. Ja? Das heißt, der Mann profitiert ja auch davon. Er sagt ja nicht, ich bezahle ihre Miete
und schickt ihr ihr Essen und so weiter. Nein, diese Abmachung beinhaltet, sie lebt noch beim Vater, okay, aber wir können halt im Halal miteinander kommunizieren. Das heißt, eine Schwester fragt, das heißt, der Mann darf die Frau nach der Nikah aber vor der Hochzeit ohne Kopftuch sehen? Ja. Wenn es aber die Eltern nicht wünschen und auch die Schwester nicht wünscht, okay, dann natürlich sollte man das auch unterlassen. Aber wenn der Nikah vollzogen ist, dürfte man das theoretisch, ist das kein Problem. Ja. Was mich interessiert, ist, wenn die Nikah vollzogen wird, muss es unbedingt natürlich einen Chef, also jemand, der viel Wissen hat, oder kann das auch von einem Bruder zum Beispiel vollzogen werden, der sehr gläubig ist, ja? Wie ist da die Regel? Er muss die Regel kennen, also er muss die Nikah machen können. Also er muss das Wissen dazu haben und dann kann er das machen. Das heißt, in diesem Punkt ist er immer. In diesem Punkt. Okay? Ja. Wie ist es, also zum Beispiel in der heutigen Zeit ist es ja oft so, dass jetzt viele Geschwister, sei es jetzt Mann oder Frau, ich kann jetzt nur aus der Männerperspektive natürlich sprechen, dass viele Frauen, bei allem, ob das auch andersrum ist, nicht sehr daran interessiert sind, sich das Nest sozusagen selber zu bauen, sondern schon ein gemachtes Nest haben möchten. Und obwohl sie eventuell Taqwa hat und gottesfürchtig ist und auch praktizierend ist, hat sie trotzdem, sag ich mal, einen gewissen Anspruch oder vielleicht, aber allem was es ist, der Bruder Yahya hat es letztes Mal gesagt gehabt, dass es ein Stempel des modernen oder westlichen Feminismus ist. Wie kann man denn da vorgehen zum Beispiel? Oder was kann man denn, sag ich mal, der Schwester sagen, wenn es das Einzige ist, woran es hapert? Also was kann man ihr sagen, dass man daran trotzdem zusammenarbeiten kann? Ich versuche mal die Frage zusammenzufassen für alle. Das heißt, wenn eine Schwester, man möchte eine Schwester heiraten, sie ist aber vom Gedanken her, möchte eigentlich schon alles bereit haben und nicht zusammen also ein Nest aufbauen, sondern will schon ein fertiges Nest haben. Ja? Haus schon haben, eingerichtet, gutes Einkommen und so weiter. Okay? Heirate gar nicht mit ihr. Denn was nützt dir eine Person, eine gute Ehefrau ist jemand, also eine schlechte Frau ist jemand, die sich schon alles wünscht. Okay, eine gute Frau ist jemand, der dir hilft, alles zu erreichen. Okay, das habe ich mal gelesen, das hat mir sehr gut gefallen und teile auch diese Ansicht. Und ich kann mir vorstellen, dass jede Schwester, auch Bruder, sich genau so eine Person wünscht, wo an seiner Seite ist. Denn wenn man ein bereites Nest haben will, okay, jetzt ist es da, jetzt kommt sie oder er, ja, bei der Schwester, das heißt, die Frau muss genau so sein, sollte auch wohlhabend vielleicht sein, ja, kann ja auch sein, wir möchten eine reiche Frau heiraten, okay. Das heißt, wenn jetzt die Schwester kein Geld mehr hat, ist er weg. Auch hauptsächlich auch bei den Schwestern, ja, das heißt, wenn der Mann, also wenn es da hart hat, Job verloren, ist jetzt, wird geprüft mit der Armut, ist sie weg oder was ist jetzt? Diese Frage muss man sich stellen. Da kommen auf jeden Fall Probleme. Deswegen ist das schon mal ein Indiz, wo man sich vielleicht woanders umschauen sollte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Assalamu alaikum. So nach dem Motto. Bitte, Bruder. Letzte Frage. Also wenn ich ein Schwachsinniges hier bei der einen von den vier Mannschafts ist hier erlaubt, dass man nur überlebt. Quasi die in die Kapuze, wenn ich die falsch gehe. Richtig, mit welchen Beweisen machen die das? Und ist die Ehe dann auch, sage ich dann korrekt oder ist es dann nicht korrekt? Das ist eine Ansicht von Abu Hanifa, ja, aber die Mehrheit, man sollte sich ja an die Mehrheit halten. Ja. Genau. Hat auch natürlich seine Meinung, ja, mit den Belegen, aber natürlich nicht unter Berücksichtigung aller Belege. Das ist natürlich eine detaillierte Sache, aber diese Meinung existiert, aber wir folgen ja, haben wir leider den größten Talent. Aber Hanifa ist einer der größten Gelehrten überhaupt, genau wie alle anderen Gelehrten auch. Das heißt, wir respektieren sie und so weiter, aber sie stehen niemals, wenn es eine Aussage gibt, ja, vor dem größten Talent. Bitte schön, Bruder. So, meine Frage ist nicht von mir, sondern von Talan. Es gab nicht in Deutschland, deswegen fragt ihr. Maschallah, grüß Talan von mir. Was soll man machen, wenn die Schwester arbeiten will oder eine Ausbildung abschließen will als Absicherung, aber der Mann ist dagegen? Okay.
Also was wird man tun, wenn die Schwester eine Ausbildung machen will und so weiter und so fort und der Mann ist dagegen, okay? So, das kann jetzt natürlich ein Punkt sein, man könnte jetzt darüber sprechen, ob man das vielleicht als Fernstudium oder irgendwie in dieser Richtung sich weiterbilden kann. Denn dass die Schwester sich weiterbildet und so weiter, ist nichts Schlimmes, okay? Wenn es aber unter der Aspekt ist, dass sie viel unter Männern ist, okay? Und der Mann ist eifersüchtig, okay? Was auch gut ist, das zeigt auch, dass er seine Frau beschützen möchte und so weiter. So soll er offen am Anfang mit ihr darüber sprechen. Und wenn es für sie ein Aspekt ist, nein, das muss so sein, dann wird es wohl nicht funktionieren. Ja. Aber das ist so ein wichtiger Punkt. Wenn das für die, also wenn das über die Ehe oder dem Zusammenkommen mit dieser Person steht, okay, dann das ist dann halt auch ein Punkt, wo man sich dann eher mit jemandem zusammentut, der damit eher klarkommt. Letzten zwei Fragen. Ich würde aus persönlicher Erfahrung in der Kennenlernphase zum Beispiel, die ersten Fragen, die gestellt werden, sind ja eigentlich schon so, sag ich mal, sehr aussagekräftig. Zum Beispiel, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass einer der ersten Fragen von den Schwestern immer ist, beruflich, was machst du beruflich oder was sind deine beruflichen Ziele? Ich habe die Frage zum Beispiel noch nie gestellt, weil es mich persönlich nicht juckt, was die Frau beruflich macht oder so. Natürlich im besten Fall, sie macht nichts, ja. Sondern sie übernimmt den Beruf zu Hause. Aber es gibt ja auch die Fälle, wo es erlaubt ist oder wo es auch vielleicht sogar notwendig ist. Ich habe zum Beispiel jetzt einen wissenden Bruder gefragt, er hat zu mir zum Beispiel gesagt gehabt, die erste Frage, die sie zum Beispiel stellt oder ihr stellen sollte, eine der ersten Fragen ist, wie stellst du dir deine Hochzeit vor? Ja, und wenn dann so Antworten kommen, wie man es heute kennt, wie viele Hochzeiten stattfinden hier und tralala und Trommel und abholen und hat er gesagt, dann weißt du eigentlich schon Bescheid. Ja, dann ist die Sache eigentlich schon relativ schnell gegessen. Aber gibt es zum Beispiel ein Gegenargument bezüglich diesen ersten Fragen, die dann von vielen Schwestern kommen? Ich meine, legitim ist sie ja schon irgendwo, aber grundlegend, das Wichtigste ist es ja nicht. Ich sage, ja, ich arbeite, ich kann für uns besorgen, das ist schon mal abgedeckt. Also ich weiß nicht, was willst du jetzt von mir hören? Ja, teilweise berechtigt, Bruder, diese Frage, also von bei der, es gibt ja recht, also die Frage, in vielen Gesprächen zum Beispiel fragen auch die Schwestern, ja, was machst du, was sind deine beruflichen Ziele und so weiter und so fort. Was du jetzt zum Beispiel die Schwester nicht trägst und so weiter, ist auch deine persönliche Ansicht, andere Brüder fragen es auch, ja, für die ist auch wichtig, dass eine Frau gebildet ist, sich weiterbildet, ist jetzt keine Sache, was verboten ist. Ganz im Gegenteil, dass man sich Wissen aneignet, ist etwas Gutes. Okay? Das heißt, der Islam hat niemals die Frau daran gehindert oder hat niemals motiviert die Frau, dass sie unwissend bleiben soll. Ganz im Gegenteil, soll sich Wissen aneignen. Aber natürlich in der Berücksichtigung der ganzen Versuchungen und der Gesellschaft, in der wir uns befinden, ganz klar. Auch muss der Mann dann natürlich aufpassen. Okay? So, bei diesen ersten Fragen, ist das wichtig, ist das nicht wichtig? Hier, wenn man diesen Aspekt aus welchem Motivationsgrund fragt man. Heute gibt es aber leider Brüder, die haben die Einstellung, aber das ist nicht wichtig, ich lebe einfach von der Stadt, weißt du, was ich meine? Und so weiter. Ich glaube, du hast schon mal einen schönen Vortrag darüber gemacht. Ja. Ja? Das heißt, die haben diese Einstellung. Und wenn eine Schwester das weiß, wenn die Schwester das weiß, okay, ja, dann ist die Frage berechtigt. Ja? Das heißt, wenn sie natürlich einen Ehemann sucht, der diese Gedanken eben nicht haben soll, einfach zu Hause zu liegen, vom Staat Geld zu bekommen und so weiter, dann ist die Frage berechtigt. Das ist gut, dass sie das fragt, ist auch richtig so. Okay? Wenn es aber darum geht, der Aspekt, was wir erwähnt haben, dass es darum geht, dass man heiratet wegen Geld, okay, dann steht das nochmal, dann ist das eher, sage ich mal, eine Sache, die nicht so das Entscheidende ist. Wenn der Bruder jemand ist, der studiert, der arbeiten möchte und so weiter. Und gerade im Moment hat er vielleicht einen Job, wo er weniger verdient, aber er ist fleißig und er ist dabei. Alhamdulillah, dann ist das, auch wenn er hier einen Beruf hat, wo er nicht so viel verdient, Alhamdulillah, dann verdient kein Scheirat. Aber wie gesagt, wenn es jemand ist, der eine falsche Einstellung dazu hat, okay, dann ist das natürlich ein Aspekt, was die Schwester recht hat, das auch zu fragen. Ja, das heißt, der Motivationsgrund ist halt hier immer sehr, sehr wichtig bei der Sache, warum die Frage auch gestellt wird. Das kann man natürlich auch fragen. Mhm. Ja? Warum ist für dich das eigentlich wichtig, welchen Beruf ich habe? Ja? Mhm. Kann man natürlich fragen, warum das wichtig ist. Man kann es erklären. Sie sagen, ja, es gibt viele, die zum Beispiel so eine Einstellung haben. Ich würde mir schon wünschen, dass mein Mann, sag ich mal, seine Risiken, seine Hände verdient, weil da sehe ich Baraka, da sehe ich Segen und nicht, wenn er zu Hause rumliegt. Ja?
Und dann ist das eine lobenswerte Einstellung von dieser Frau. Hast du die zweite Sache? Hast du noch gleich auf Deutsch? Oder was? War das? Oh. Letzte Frage. Ja, okay. Mal die letzte Frage besteht aus zwei Abschnitten. Genau. Und zwar, wenn ein Bruder oder deine Schwester jetzt, sag ich mal, bereit ist zu heiraten, auch zum Beispiel, wie du gesagt hast, geheilt ist und mit sich im Reinen ist, wie geht man am besten vor? Oder ist man einfach so, dass man sagt, ja, ich warte auf meine siebte Suite sowieso kommen? Nochmal. Ich habe gesagt, also jetzt mit sich selber im Reinen? Wenn eine Schwester und ein Bruder so bereit sind, einfach zu heiraten, wie geht man da oder soll man da am besten vorgehen oder soll man einfach so sagen, ja, wird schon passieren, so ist ja eh geschrieben, ist ja massiv. Ja, erst einmal, das sollte natürlich sein, ja, es ist vorherbestimmt, okay. Wenn man bereit ist zu heiraten, das heißt, man hat sich kennengelernt, man sollte auch hier die Sunna berücksichtigen. Das heißt, es ist, du von der Familie möchtest du natürlich sie kennenlernen, das heißt, man redet miteinander, man sieht sich auch. Okay, man soll sich auch mal dann sehen, okay, und wenn dann alles passt, kann man dann. Wenn man dann auch die wichtigen Aspekte für sich gefragt hat, okay, und ein gutes, positives Signal hat, kann man dann. Dann sollte man die Sache auch nicht kompliziert machen. Und die zweite Frage ist, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Schwester kennenlernt und die ist ja bedeckt, die gefällt einem, und zum Beispiel, aber man weiß ja nie, wie sie so unbedeckt aussieht, und angenommen, man heiratet die oder so, das gefällt dann einem nicht, was macht man dann? Das ist eine gute Idee. Nein, Bruder, also normalerweise, also die Frage war, das kann natürlich bei Mann ja genauso sein. Okay? So, das heißt, man heiratet jetzt jemand, sie ist bedeckt und sie gefällt jetzt einem und jetzt sieht man sie unbedeckt, jetzt gefällt es plötzlich nicht mehr. Okay? So, das heißt, wenn sie, was passiert, sie gefällt dir, wenn sie jung ist, jetzt wird sie älter, jetzt gefällt sie dir nicht mehr. Was machst du dann? Ja? Das heißt, auch du, weißt du, oder jeder von uns wird älter und so weiter, das heißt, er wird Abstriche machen von seinem Aussehen. Okay? Deswegen, was haben wir gesagt? Man kann wegen der Schönheit heiraten, man kann wegen der Abstammung, Vermögen oder auch wegen der Religion. Wenn der religiöse Abschnitt passt, Bruder, ja? Also der Unterschied, wenn auch wenn sie freizügig ist, sage ich mal, dann wird das aber nicht so dermaßen anders sein, als was du jetzt vom Gesicht zum Beispiel gesehen hast. Okay? Und alles andere, niemand ist perfekt. Okay? Und das gehört auch zu den Sachen, die nicht perfekt sind in einer Ehe. Alles hat hier, in der Dunya gibt es nichts, was perfekt ist. Egal, mit welcher Frau du heiratest, sie wird entweder Charakter oder dies und jenes. Und rede mit Brüdern, die verheiratet sind, sie haben Probleme mit dem Charakter von der Ehefrau. Und auch genauso die Schwestern, die das gleich sagen, also das, was ihnen dann nicht mehr gefällt. Redet mit Schwestern, die Probleme haben mit dem Charakter von ihrem Ehemann. Die würden ihm gerne Abstrich vom Aussehen machen. Hauptsache der Charakter würde passen. Die merken sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Also deswegen, dieses Verliebtsein habe ich extra detailliert erklärt, weil viele heiraten heute aufgrund vom Verliebtsein und nach einigen Monaten stellen sie fest, das Aussehen ist jetzt sekundär geworden, jetzt kommt der Charakter vor. Und da gibt es Probleme. Hätte ich doch lieber jemanden geheiratet, der jetzt nicht unbedingt so aussah, was mir zusagt, aber der hätte diesen Charakter, diese Arbeitsmoral, diesen Umgang mit den Kindern oder mit meinen Eltern oder mit meinen Fehlern. Dann legt man auf ganz andere Sachen, legt man plötzlich Wert. Okay? Wir fürchten uns mal sehr, sehr von diesem Aussehen. Okay? Aber wisst ihr, in der Ehe selber werdet ihr sehr, sehr schnell auf andere Aspekte achten. Möge Allah euch segnen. Amen. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.